Das Inventar. Ich bin weder John McClane noch Gordon Freeman. Aus dem komme ich nicht ran und was viel entscheidender ist, ich will auch nicht. Anders als man erwarten würde, zieht die Lüftung den braunen Nief nicht ab, sondern bläst frischen Kellerluft ins Badezimmer. Und weil das Fenster klemmt, drückt es die süß-säuerlichen Aromen durch den Lüftungsschlitz der Tür in den Korridor. Nichts umspeichert die olfaktorische Sensorik mehr als der liebliche Verwesungsduft einer Leichenhalle. Ein nasaler Ausblick in die nähere Zukunft für so manch Älteren unter meinen Besuchern. Ah ja, ein Pömpel. Etwas muss einer derart enormen Saugkraft, muss ich einfach mitnehmen. Können wir vielleicht irgendwie brauchen. Die Toilette. Ich muss gerade nicht. Die Klobrille hat ich festgenagelt, um Sergeant Rums dazu zu bringen, sie beim Pinkeln nun hinzusetzen. Mit eher mäßigem Erfolg, wie man sehen kann. Okay, Klolektüre. Wenn ich den Comic mitnehme, habe ich auf dem Pott nichts zum Schmökern. Heroisches Kaya Kartuschka. Die super Knolle von der roten. Von zum heutigen Tag. Am meisten gefällt mir die Ausgabe, in der eine Plage ausbeuterischer Kartoffelkäfer kämpft. Ein Creature Enter. Ein ausgeklügeltes Duschsystem. Ich möchte jetzt nicht duschen. Um teures Leitungswasser zu sparen, habe ich mir diese Duschanlage selbst gebaut. Die Baumaterialien habe ich aus den Ressourcen der umliegenden urbanen Wildnis gewonnen. Ja. Eine Pumpe hier im Regen. Gießkanne. Sehr schön. Viel Kernbrötchen. Okay, auf dem Klo. Das will ich nicht essen. Ich möchte es irgendwie auch nicht im Inventar haben. Es krümelt nur rum. Es liegt schon länger da. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich dahin gekommen ist. Manchmal habe ich das Gefühl, es beobachtet mich. Aber das ist sicher nur Einbildung. Boah. Kernbrötchen auf dem Klo. Ach. So, mit dem Pömpel können wir doch bestimmt jetzt. Da bin ich mir relativ sicher. Hier hinein. Die Lampe pömpeln. 15:0 für die Glühbirne. Nicht? Das hatten wir schon, oder? 7:0 für die Glühbirne. Tja. Hast du eine Idee, wie wir die Glühbirne noch rauskriegen? Wie viele YouTuber braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Das ist hier die Frage. Momentan 2. Ja, also. Was machen wir nun? Und wieder rüberkommen. Könnte funktionieren. Ich nutze den Pömpel als Saugnapf an meiner linken Hand, um an der Fassade lang zu klettern. Mit der rechten Hand kann ich mich so an der Wand festhalten.
Die Handinnenfläche hat sich über die Jahre mein Lebensstil angepasst. Sie hat die gewölbte Form meiner Maus angenommen, dadurch meine unglaubliche Saugwirkung entwickelt. Zudem sondert sie ein leicht klebriges Sekret ab, was den Saugeffekt nochmal verstärkt. Das ist überlebenswichtig, wenn einem die Maus nicht aus der Hand gleiten darf, in einer schnellen Runde Solitär. So schreiten wir zur Tat. Zu realistisch. Kennt's. Geschafft. Was zum. Hey, Karasa. Meine alte Pizzateigtasche. Oh, morgen, Onk. Was machst du denn hier? Ich bin wohl gestern hier eingepennt. Wo ist die Frau, die ich durchs Schlüsselloch gesehen habe? Welche Frau? Ah! Schüttel. Ich fühle mich so schmutzig, das ist mehr als irritierend. Warte mal, du hast durchs Schlüsselloch geguckt? Nächste Frage. Liegt ein Harvey? Unheilige Handgranate. Das ist ein Necronomicon. Untersuchung JFK. Die Mona Lisa hängt hier hoch oben. Einiges Tolles im Globus. Fass Atommüll liegt hier oben auch rum. VHS-Kassetten. Warum hast du dir die Fingernägel rot lackiert? Schwarz sieht mir etwas zu sehr nach Gruft hier aus. Ich formuliere die Frage anders. Warum hast du dir die Fingernägel überhaupt lackiert? Das fragt ausgerechnet der in den letzten 2 Stunden am Bad eingeschlossen war, um sich die Fußnägel zu lackieren. Hey, das ist etwas komplett anderes. Ach, wirklich? Und warum, wenn ich fragen darf? Also, das ist wegen. Ich ziehe die Frage zurück. Warum hast du dich eingeschlossen? Ich weiß, ich war, was weiß ich, ich war betrunken. Außerdem konnte der Entwickler dadurch den Plot in Länge ziehen. Da ist was dran. Und wo ist der Schlüssel? Kleinen Augenblick, ich schau nach. Ah, da habe ich ihn. Okay, es ist besser, wenn du dann die Tür schließt. Nicht klar, noch Fragen? Warum hast du eine Decke an? Warum trägst du ein Feenkostüm? Zur nächsten Frage. Wirst du jetzt bitte die Tür aufmachen? Ich muss weiter. Natürlich, ich warte dann im Korridor. Das Anziehen kommt nicht in Frage. Immer Starkmilch, Mummelmilch und Dunkelmilch. Okay, das Straßenschild können wir nicht mitnehmen. Companion Cube. Oh. Unsere Beziehung ist rein kubisch. Ein hypoerotischer Liebesroman von einem gewissen Rumpelto und seiner Communita die Volle. Aber im Ernst, Anja und Babdani ist ein wirklich tolles Buch mit vielen niedlichen Illustrationen von Anuki Morgenstern. Einfach mal googeln. Anuki Morgenstern. Das ist nicht so untalentiert wie diese Pan Sartre. Selbst das vom Entwickler. Dinge, die nicht, des, Dinge des nicht alltäglichen Bedarfs. Die Leiter, um da hochzukommen, liegt da auch irgendwo. Alles, was sich halt so ansammelt, wenn man eine Weile irgendwo wohnt.
Sehr schön. Die Axt können wir nicht mitnehmen, das wollen wir jetzt auch nicht. I got wood. Kleiderspind. Endlich habe ich meinen Anzug. Ich habe keinen Grund, den zu öffnen. Wilma. Hoppla. Du hast nichts gesehen. Den muss ich nicht schließen. Der muss mal auslüften. Darin bewahre ich ein wenig Kleidungsstück auf, unter anderem meinen Anzug. Okay, können wir den anziehen? Nee, ich will ihn noch nicht anziehen. Darin muss ich überzeugen, deswegen ziehe ich ihn besser noch nicht an. Er knittert sonst. Ah ja. Und nun? Wir haben nicht wirklich was Neues gefunden, womit wir die Lübe noch ausdrehen können. Ich möchte momentan nicht mit ihm reden. So wie er gekleidet ist, würde ich nur permanent auf das einsame Haar auf seiner Brust starren. Er muss einen ausgezeichneten Zahnarzt haben. So, wie lösen wir jetzt das Problem mit der Glühbirne? Zu fest in der Fassung. Bohrmaschine können wir nicht mitnehmen. Okay. Noch mal im Schlafzimmer nachgucken. Können wir vielleicht doch eine Säge oder eine Axt mitnehmen? Oder was anderes, was uns helfen könnte? Sieht wohl nicht so aus. Im Wohnzimmer haben wir uns eigentlich schon umgeguckt. Was auch nichts, was wir nehmen könnten. Okay. Nice. Ich hab mal die Gitarre angefasst. Die Ukulele. Würde ich nochmal machen. Sehr schade. Und wie kommen wir jetzt an die Glühbirne ran? Wie viele Zwerge, wie viele YouTuber, um einen Glühbirne auszuwechseln? Viel zu viele. Ja. Wir haben nichts im Inventar, womit wir das machen können.
Tja. Ich habe keinen Plan. Ach, nur für die Glühbirne. Nun, du hast doch bestimmt noch irgendwas übersehen. Was noch mitnehmen kann. Hast du noch was für uns? Auch wenn er etwas verstopft aussieht, würde er das nicht wollen. Was hast du gerade gesagt? Ach, nichts. So, was brauchen wir denn jetzt, um hier weiterzukommen? Bart noch irgendwas, was wir vergessen haben? Tja. Ohne Zahnbürste. Keine Ahnung, für was die gut ist. Total trocken und wie neu. Ich will es gar nicht wissen. Warte, vielleicht können wir mal mit dem Sicherungskasten jetzt was machen. Okay, da können wir auch noch nichts machen. Ja, irgendwas habe ich übersehen. Ein wichtiges Tool, was wir brauchen, um hier weiterzumachen. Und ein wesentliches Bestandteil. Womit wir eine Glühbirne lösen könnten, zum Beispiel. Manchmal verschwinden äußerst nützliche Sachen in Sesselritzen. Jetzt sollten wir dann mal nachgucken in den Sesselritzen. Vielleicht können wir mit dem Staubsauger Sesselritzen. Wüsste nicht, wie das weiterhelfen soll. Vielleicht mit dem Pömpel die Sesselritzen. Geh doch mal hin und guck mal, ob du was in der Ritze findest. Vielleicht ist hier irgendwo noch was Nützliches. Was haben wir denn hier? Nichts. Zwischen den Sofaritzen schauen. Was haben wir denn hier? Oh, ein Bonbonspinner mit Gepnirolkopf. Wo kommt der denn mal auf mal her? Ach, der muss aus dem Waisenhaus sein, aus dem ich dir auch den Weihnachtsbaum habe. Ein Gepnirol-Bonbonspender. Okay. Nur mal eine blöde Idee, vielleicht. Warum sollte es aber. Ich nehme meinen Bonbon. Aua.
Hey, das Ding beißt zu, wenn man versucht, den Bonbon zu nehmen. Der Spender will also wenig ein Bonbon rausrücken wie gegenüber Half-Life 3. Ich kann damit die Lampe auswechseln. Mitgeben kann ich das Kabel sicher problemlos durchtrennen. Und zack. Huch. Sieg durch technischen K.O. So, jetzt können wir doch bestimmt. Wenn das Lampenkabel nur offen rumbaumelt, benutze ich den Schalter besser nicht. Oh, schade. Jetzt können wir das Starthilfekabel hier. Und das andere Ende mit dem Computer. Zack. So, der Computer ist mit einer zusätzlichen Spannungsquelle verbunden. Das dürfte ihn oft ordentlich beschleunigen. Ja. Ah, jetzt sollten wir vielleicht mal das Licht anmachen. Na, dann wollen wir mal. Aber vorher noch ein Sicherheitshinweis. Liebe Kinder, macht das keinesfalls zu Hause nach. Und wenn doch, wascht euch wenigstens davor die Hände. And lift off. Huch, was war das? Ich stelle den Lichtschalter vorerst auf aus. Oh. Ja, leck mich am Arsch. Die Sicherung ist rausgeflogen. Spielmatz? Was war das? Irgendwas ist doch gerade explodiert. Ich mache den Kasten zu, sobald die Sicherung wieder drin ist. Oh, eine Sicherung. Nehmen Sie mal lieber mit. Die Sicherung wieder reinstecken. Setz sie mal wieder rein. Nächster Versuch. Ist nicht wahr. Ich stelle den Schalter vorerst auf aus. Die Sicherung ist wieder rausgeflogen. Ich muss verhindern, dass sie ständig rausspringt. Ich würde dir helfen, aber was knallt hier ständig? Jetzt müssen wir sie mal festkleben. Und nochmal. Hübsches Tattoo. Der Klebstoff könnte die Sicherung daran hindern, immer rauszuspringen. Ah. Ich krieg die Kappe nicht von der Klebstofftube gedreht. Vielleicht abgepömpelt. Das kann man nicht kombinieren. GN könnte den Kleber zwar aufbeißen, aber nicht. Aber die Tube würde ich nicht mehr zubekommen. Tja. Sag mal. Kannst du vielleicht? Hey Rums, bekommst du vielleicht die Klappe von der Klebstoffdumpe aufgedreht? Sicher, gib her. So, hier, bitteschön. Was war jetzt das Problem? Danke, du bist wirklich ein Schatz. Leider ist mein rechter Arm nicht so durchtrainiert wie deiner. Du mich auch, Onk. So, jetzt Sicherung kleben. Klebstoff wird die Sicherung daran hindern, immer rauszuspringen. Bah. Mir ist immer noch nicht ganz wohl mit dem Leim im Inventar. Die Klebstofftube war immerhin verschlossen. Ach, wird schon. Oh. Ich glaube, es ist etwas Klebstoff daneben gegangen. Ich bekomme mein Inventar nicht mehr auf. Oh. Das Inventar klebt. Vielleicht können wir irgendwie. Einmal duschen. Wie bekommen wir denn das Inventar wieder auf? Hm, vielleicht löst der Nagellackentferner auch Klebstoffe auf. Ich könnte damit versuchen, mein verklebtes Inventar zu öffnen. So ganz vorsichtig, ich brauche eigentlich nicht viel vor. Ah! Oh Gott, wie das brennt. Seine Verstopfung scheint sich gerade zu lösen. Wenn der Leaf breaks.
Ein Mütter mit Einsatzbereit. Nice. Autschi. So, na dann, klebt mal rein. Jetzt durften die sich schon fest in ihrer Haltung bleiben. Und auf zur Arbeitskammer. Und dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt müsste alles klappen. Render 999%. Fantastisch. Bing. Na bitte. Easy going. So, CD-Laufwerk. Let's gamble, Reading, check. Okay, dann müssen wir noch den Anzug anziehen. Und dann los. So, ich habe alles, was ich brauche. Auf zum Vorstellungsgespräch. Kommt, Jungs, wir können gehen. Schnell, wir müssen uns... Ach, shit. Das hatte ich ganz vergessen. The Stairway to Hell. The End. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Einkäufe bis zur Wohnungstür liefern lasse. Bronx Venture. Idee und Umsetzung von Brandon und Sartre. Vielen Dank fürs Spielen von Bronx Venture. Dem kleinen, grotesken Trip in das fiktive Leben eines aufstrebenden Let's Players und Alleinunterhalters. Falls euch das Kurz-Adventure gefallen hat, dann schaut mal hier vorbei. Na klar, wir wollen uns doch verabschieden. Ihr seid hier. Wo sind wir? Es ist so dunkel hier. Das sind die Credits, Karazan. Es ist kalt. Dank gilt den Testern für ihre Lektorat. Die Tipps sind ja nicht sonderlich viele Tester. Anregungen, Kleinigkeiten. Ich glaube, ich bin blind. Die Rückmeldung der Tester war offensichtlich nicht groß. Oder der Entwickler hat keine Freunde. Besonderen Dank gilt den Personen, deren Konterfeis und liebenswerte Persönlichkeit als Referenz für die aufzutauchenden Charaktere dienten. Und gleich dies teils satirisch bis trottelig verzerrt dargestellt wurden, auf das sie mit diesem kleinen Streich durchgehen lassen und wenigstens ein bisschen schmunzeln konnten. Ganz lieb sei Sergeant Rumpel und sein Volk der Community grüßt. 07. Nein, ist Sergeant Rumpel nicht der Vorgesetzte von Gronk? Ach, du Stunk, du sollst die Namen doch nicht nennen. Ich hab Hunger. Tolle Sache mit Visionaire. Finde ich auch. Visionaire Studios. Ja. Die Musik swingt schon irgendwie. Weil Stairway to Hell wohl eine Anspielung auf Stairway to Heaven ist. Mein Kopf brummt und es geht nicht weg. Sicher, dass es keine Referenz zu Highway to Hell ist? Das glaube ich nicht. Immerhin ging die Musik in diesem Treppenhaus los. Haltet mich nicht auf. Alle Inhalte des Spiels, insbesondere Sounds, Musik und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt.
Copyright. Das Urheberrecht liegt soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet bei Van Sartre. Setz dich mit ihm in Verbindung, falls du Inhalte des Spiels verwenden möchtest. Ausgenommen davon sind bereits genannte Inhalte, Videos oder Screenshots, die das Spielgeschehen zeigen. Er hat lange daran gearbeitet. Ich kann verstehen, wenn er nicht will, dass andere sich daran vergehen. Ich muss mal. Sag mal, was ist eigentlich mit Karasa los? Ich glaube, er hat deinen Nagellack getrunken. Ey, Fucklack. Hey, der Klebstoff ist auch nicht mehr im Inventar. Das erklärt einiges. Ich liebe den Geruch von Marzipan am Morgen. Lipan im März. Verstehst du? Okay, wir sollten die Sache hier langsam beenden. This is the end. Eine Frage hätte ich noch. Warum trage ich denn nun ein Feenkostüm? Ich weiß auch nicht, was den Entwickler dazu geritten hat. Vielleicht will er damit andeuten, dass die Vollversion dieses Adventures einen In-Game-Store haben wird, in dem der Spieler mittels Micropayments überteuerte und nutzlose Skins kaufen kann. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Doch hat er. Schnell weg hier. Oh, hallo, schöne Frau. Karasa nicht. Jetzt laufen Sie doch nicht weg. Oh gut. Ja gut, dann würde ich sagen, Däumchen hoch, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo auf YouTube da, wenn ihr neu seid. Und ja, habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Bis dann und ciao. Schaut bei Van Sartre vorbei. Seine Website, falls es die noch gibt. Und ladet euch das Spiel kostenlos selbst da runter und spielt es auch mal selbst. Kann man nur empfehlen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.